Hallo, hier ist Andrea von 10 Talente. Willkommen auf meinem Kanal. In diesem Video zeige ich dir, wie du solche Laternenohrhänger knüpfen kannst. Die sind ganz ohne Metallringe gemacht. Das ist nur Faden und trotzdem sind die sehr steif. Du lernst bei diesen Ohrringern die Rippenknoten, die Kreuzknoten und die Reverse Knots, also die Rückwärtsrippenknoten. Du hast viel Gelegenheit zum Üben der Rippenknoten, die gehen immer in die gleiche Richtung. Außerdem brauchst du ein rundes Gefäß mit einem flachen Rand, wo du solche Klemmen feststecken kannst. Du kannst auch auf dein Brett stecken, aber das kostet sehr viel Nerven, die Fäden dann immer wieder zu entwirren. Ich habe in meinem Haushalt verschiedene Sachen gefunden, die sich eignen. Ein Mikrowellendeckel, eine Salatschale, ein Campingsuppenteller mit einem flachen Rand und eine Bratpfanne. In diesem Video knüpfe ich mit der Bratpfanne, weil die schön schwer ist und mir beim Filmen nicht immer so herumrutscht. Außerdem brauchst du 6 Klemmen, die an deinen Rand von der flachen Schale hingeklemmt werden können. Ich beginne jetzt mittig mit 3 80 cm Fäden und klemme die an meinen Rand. Mit 2 Fäden mache ich jetzt diese Schlaufe, um den Ohrhaken oder einen kleinen Ring einzuhängen. Ich kreuze unten durch und mache einen doppelten Halbschlag. Ich beginne meine Würmchen immer mit einem doppelten Halbschlag, dann liegen die nachher schöner. Tausche unten drunter durch, mache jetzt einen einfachen. Das war jetzt der dritte, wieder unten durch. 4, 5, 6, 7. 8 und die beiden letzten wieder in die gleiche Richtung. 9, 10. Jetzt nehme ich den dritten Faden und knote meine Würmchenfäden auf diesen Faden, der von oben kommt. Das ist der erste Leitfaden. Ein doppelter Halbschlag. Und jetzt noch mit dem Leitfaden einen doppelten Halbschlag. 1, 2. Jetzt knote ich 3 weitere 80 cm Fäden mittig auf diesen Leitfaden. Mit einfachem Anker. Jetzt klemme ich meine Fäden oben fest und knote jetzt diesen Bügel auf der anderen Seite an, aber vorher mache ich noch ein kleines Ringchen auf den Bügel. Du kannst auch gleich deinen Haken dran machen an das Ringchen oder deinen Haken direkt einfädeln. Ich mache das jetzt nur nicht, weil der Haken mir dann immer im Weg ist beim Filmen. So, bevor ich jetzt dieses Würmchen dran knote, schiebe ich das nochmal ganz fest zusammen. Leitfaden geht
über diesen Würmchenleitfaden. Und der Würmchenleitfaden macht einen doppelten Halbschlag. Und der Würmchenknotfaden. So, jetzt machen wir auf beiden Seiten auch noch einen 80 cm Faden drauf. Und wir haben einen Faden weniger als auf dieser oberen Runde. Deswegen haben wir zwei Schlaufen zu wenig. Und ich mache deswegen auf der einen Seite eine Schlaufe mehr. Einfacher Anker und auf der einen Seite ein doppelter Anker. Genauso auf der anderen Seite. Und jetzt biege ich meine Schlaufe nach oben und schließe diesen Ring rechts über links mit einem doppelten Halbschlag. Eins, zwei. Das ist jetzt mein Leitfaden. Der läuft jetzt noch zweimal hier außen herum und macht zwei Rippenknotenreihen. Und das geht am besten, wenn du dein Werkstück wie ein Wagenrad mit Speichen an deinen Suppenteller oder deine Pfanne klemmst. Dann hast du immer den Überblick und du vergisst keinen Faden. Sobald da ein loser Faden herunterhängt, siehst du das sofort. So, der erste Faden, also das war mein Leitfaden hier. Und das der erste Knotfaden, den kennzeichne ich mit einer kleinen Perle, damit ich immer weiß, wo mein erster Faden ist. Und jetzt mache ich lauter doppelte Halbschläge. Doppelte Halbschläge, das sind die Rippenknoten, auf Englisch Double Half Hitch. Und die erkläre ich jetzt hier nicht mehr so ausführlich, aber ich blende dir oben ein Video ein, wo ich es ganz ausführlich mit dickem Garn gezeigt habe. Ich mache also eine ganze Runde doppelte Halbschläge mit jedem Faden, einen doppelten Halbschlag, bis ich wieder bei meinem Anfangsfaden mit der Perle bin. Dein Leitfaden wird immer stramm gehalten, immer in Richtung nach links. Immer wieder die Knotfäden zur Seite hin einklemmen, damit du eine Spannung hast, denn dann wird dein Werkstück viel ordentlicher. So, jetzt bin ich wieder beim ersten. Jetzt kommt die zweite Runde. Das ist dann die dritte Reihe. Die Anknotreihe war nämlich die erste Reihe. Die Reihe knotest du genauso wie die zweite, mit lauter doppelten Halbschlägen. So, ich bin bei meinem ersten Faden. Jetzt nimmst du diesen Leitfaden als Knotfaden. Da ist diese Pfanne auch eine große Hilfe, denn ich kann meine mittleren Fäden der Kreuzknotensäule festklemmen. Der rechte Knotfaden ist jetzt der bisherige Leitfaden
Und der rechte mittlere Faden, der aufgespannt ist, ist der Faden mit der Perle, also der erste Faden. Ich mache hier so eine Art Segel, lege dann den anderen Knotfaden über dieses Segel und dann geht der unterm Mast durch. 2a, ein Segel von der anderen Seite und der andere Faden geht auch unterm Mast durch, 2b. Von diesen Knoten gibt es unzählige Videos und Tutorials auf YouTube. Oben habe ich dir eins eingeblendet. 3a, 3b. Ein Kreuzknoten besteht immer aus zwei Knoten. Einer von rechts, einer von links. Also einer von links, einer von rechts. Deswegen zähle ich immer 3a, 3b. Dann weiß ich immer, wie viel ich gemacht habe. Und so machst du jetzt rundherum deine Kreuzknoten, Säulen. 4 Stück insgesamt. 2a, 2b, 3a, 3b. So, jetzt suche ich die Säule mit dem Anfangsfaden. Das war meine erste Säule mit diesem Anfangsfaden. Und wir machen jetzt mit dem linken Knotfaden dieser Anfangssäule weiter als Leitfaden. Der Leitfaden geht jetzt wieder dreimal außenrum und jedes Mal fügen wir neue Fäden dazu. Und zwar diesmal 70 cm Fäden. Weil ich hier einen Faden zu wenig habe, weil ich ja den wegnehme als Leitfaden, dann habe ich hier 2 Schlingen zu wenig. Deswegen mache ich auf dieser Seite mit meinem Anknotfaden 3 Halbschläge. Dazu mache ich den zweiten nicht oben herum, sondern unten herum. Und jetzt nochmal einen oben herum. Jetzt habe ich eine Schlinge mehr. Und auf der anderen Seite mache ich normal eine Schlinge. 2 Schlingen mehr will ich nicht machen, weil in der nächsten Reihe möchte ich wieder normal weitermachen. Mit doppelten Halbschlägen. Damit diese Fäden jetzt gut zusammengehen, mache ich mein Wagenrad locker, sodass ich aber trotzdem noch einen Halt habe. Und mache jetzt mit jedem Faden einen doppelten Halbschlag. Zuerst den Knotfaden, dann die beiden Tragfäden. Und dann den letzten Knotfaden. Spann meine Fäden wieder nach außen. Hier jetzt nur ein doppelter Anker. Also der Knotfaden zuerst. Von der nächsten Säule. Dann die beiden Tragfäden, die beiden mittleren von der Kreuzknotensäule.
Und dann der zweite Knotfaden. So machst du jetzt 4 70 cm Fäden. Auf deinen Leitfaden. Wenn das immer so rumkippt, dann sind deine Fäden zu locker. Ab und zu ziehe ich hier so ein bisschen stramm. Und mein letzter Faden. So, die ersten drei von der letzten Säule waren ja noch nicht benutzt. Also mit denen habe ich noch keine doppelten Halbschläge jetzt gemacht. So, das waren jetzt die letzten in der ersten Reihe. Und jetzt mache ich auf meinen ersten Faden wieder eine andersfarbige Perle zur Markierung drauf. Eine blaue Perle und mache jetzt meine drei Runden. In dieser Runde muss man jetzt besonders aufpassen, dass man keinen Faden übersieht und wirklich gut spannen. Also du musst nicht ganz stramm spannen, denn deine Runde soll ja nicht breit werden wie ein Topfuntersetzer, sondern die darf sich ein bisschen wölben, wie ein Hütchen. Und du machst wieder deine drei Runden. Wenn du jetzt siehst, dass es hier so eine Ecke gibt, dann ziehst du einfach ein bisschen am Leitfaden. Dieses Umklemmen oder Anklemmen mag vielleicht ein bisschen Arbeit sein, aber wenn man nicht anklemmt, dann passiert es oft, oder wenn man nur an einer Stelle anklemmt, dann muss man ja immer wieder sein Werkstück drehen und umklemmen und dabei passiert es leicht, dass Fäden übersehen werden und so einen übersehenen Faden wieder hochholen und das Reparieren, das macht sehr viel Arbeit. Da bin ich mit dem Klemmen viel schneller. Die Klemmen gibt es im Internet, im 10er-Pack.
und einen Suppenteller oder einen Dekoteller oder eine Salatschüssel mit flachem Rand, das findest du vielleicht zu Hause. Bestimmt ist es eine Hilfe für andere, wenn du in die Kommentare unten reinschreibst, was du gefunden hast als Unterlage zum Festklemmen. Meine drei Runden sind fertig. Und mach jetzt wieder Kreuzknotensäulen, nämlich dieses Stockwerk. Und zwar mache ich 6 Kreuzknotensäulen. Wieder feststecken. Der Leitfaden von gerade eben ist wieder der rechte Knotfaden. Und die nächsten 3 machen mit. Also ich lege mein Segel. 1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b, 5a, 5b. So machst du jetzt 6 Säulen herum, alle mit 5 Kreuzknoten. Alle 5 Kreuzknotensäulen sind fertig. Man kann jetzt schon ein bisschen die Form erkennen. Jetzt gehe ich wieder zu meiner Anfangssäule mit der blauen Perle. Der linke Knotfaden wird jetzt wieder mein Leitfaden. Alle anderen stecke ich fest. Und ich mache wieder einen, diesmal 50 cm Faden auf den Leitfaden, wieder mit einer zusätzlichen Schlinge. Also, ich mache jetzt hier nicht oben rum, sondern ich gehe unten rum. Oben herum. Und hier noch einmal herum, ein doppelter Anker. Jetzt mache ich meine Spannfäden wieder locker und knote die 4 Fäden von der Kreuzknotensäule drauf. Eins. Jetzt die beiden Mittelfäden der Säule. Und der zweite Knotfaden. Der nächste Faden wird wieder mit doppeltem Anker ganz normal draufgespannt. Und ich ziehe hier noch ein bisschen rüber. Der Leitfaden geht wieder oben drüber. Gut ist es, wenn deine Fäden so locker gespannt sind, dass wenn du den ersten Halbschlag drüber machst, dass dann diese beiden Säulen zusammenbleiben und nicht arg auseinandergehen. Dann hast du die richtige Spannung. Nicht zu viel, nicht zu wenig. So, immer weiter. Jeweils einen neuen Faden, dann die 4 Kreuzknotensäulen. Jetzt habe ich meinen letzten Faden draufgeknotet. Und muss jetzt noch die letzten 3 Fäden der ersten Säule auf meinen Leitfaden knoten. Du siehst jetzt hier unten, dass da 2 Fäden rauskommen. Das sind die angeknoteten neuen Fäden.
die stehen gern nach innen oder manchmal nach oben. Und da ist es jetzt ganz wichtig, nachher ganz gut zu spannen und diese Fäden alle nach vorne zu holen und an den richtigen Platz zu spannen. Der Knotfaden der letzten Säule und die beiden mittleren Fäden. So, und jetzt muss ich spannen, damit ich keinen vergesse. Das ist jetzt wirklich wichtig, dass man das sorgfältig macht. Der zum Beispiel steht jetzt hier auch wieder zur anderen Seite, der gehört aber hierhin. Es darf kein Faden unten herumgehen. Meinen ersten neu angeknoteten Faden markiere ich wieder mit einer Perle. Und jetzt mache ich wieder meine 3 Runden doppelte Halbschläge, also 2 Runden. Die erste Runde ist die angeknotete Runde und so weiter. So, ich bin jetzt wieder bei der roten Perle angekommen. Meine 3 Reihen sind fertig. Und jetzt mache ich wieder eine Säule mit 5 Kreuzknoten. Wieder wie immer ist der Leitfaden, der jetzt schon ziemlich kurz ist, mein rechter Knotfaden. Und ich mache meine 5 Kreuzknoten. Dann lasse ich die nächsten beiden Fäden weg. Die brauche ich nicht mehr, die werden nachher abgeschmort. Das wiederholst du jetzt noch 5-mal. Immer eine Kreuzknotensäule mit 5 Kreuzknoten und 2 Fäden weglegen. Meine 6 Speichen sind fertig, meine Säulen. Und jetzt muss ich alle fallen gelassenen Fäden verschmoren. Das musst du sehr vorsichtig machen, dass du deine Kreuzknotensäulen nicht mit anschmorst. Die rote Perle ist hier und ich nehme wieder den linken Knotfaden als Leitfaden. Diesmal mache ich auf den Leitfaden auch eine Perle, denn ich muss den immer wieder zwischendrin loslassen und das ist dann echt stressig, den immer wieder zu suchen. Dieses Mal knoten wir die Säulen direkt aneinander, alle nacheinander auf den Leitfaden drauf. Der erste Knotfaden von der nächsten Säule macht 3 Halbschläge. 1, 2, 3. Weil ja dieser Leitfaden keine Knoten macht, deswegen fehlt uns da ja eine Schlinge. Und dann mache ich die ersten 3 Fäden. Und jetzt, weil meine Laterne, die geht jetzt unten immer weiter zusammen und dann siehst du nicht mehr hin. Deswegen drehen wir jetzt das ganze Teil herum und wir machen noch auf diesen ersten Knotfaden, das war der hier, eine Perle drauf, damit wir wissen, wann die Reihe wieder neu anfängt. Jetzt spannen wir das ganze Teil rückwärts auf, wie ein Wagenrad wieder. Die Laterne hängt jetzt nach unten. Mein
Leitfaden zeigt jetzt nach rechts, nicht mehr nach links wie vorher. Und jetzt machen wir den Rippenknoten verkehrt rum, also den Rippenknoten rückwärts, damit der nachher von vorne genauso aussieht wie die anderen auch. Wenn du den rückwärts machst, geht der Knotfaden über den Leitfaden und knotet einmal oben herum und noch einmal oben herum. Jeder Knotfaden geht über den Leitfaden, macht dann sozusagen einen Iglu und kommt zum Iglu vorne heraus. Der gleiche Faden macht nochmal einen Iglu und kommt vorne heraus. Und jetzt ist es wichtig, dass du deinen Leitfaden immer so ein bisschen in diese Richtung ziehst. Der nächste Faden macht einen Iglu. Ab und zu mal schauen, ob es auch wirklich aussieht wie Rippenknoten. Das sind jetzt die Freundschaftsbändchenknoten. Alle, die schon mal Freundschaftsbändchen gemacht haben, werden den kennen. Manche sagen dazu Zentralknoten. Und dann ziehst du wieder, damit deine Reihe keine Wellen schlägt, ziehst du den Leitfaden ab und zu ein bisschen stramm. So knotest du jetzt weiter bis zu deinem markierten Anfangsfaden. Also den knote ich noch. Eins, zwei. In dieser Reihe lassen wir jetzt jeden fünften Faden weg. Das heißt, wir knoten 4 auf den Leitfaden und den nächsten lassen wir weg. Und ich beginne jetzt gleich, einen wegzulassen. Die Fäden, die weggelassen werden, sammle ich in einem Bündel, das ich markiere mit einer Klemme. Wie beim Friseur sozusagen. Und dann suche ich mir meine 4 Fäden, die als nächstes angeknotet werden müssen und mache nur die lose. Alle anderen stecke ich fest. So, das sind jetzt meine 4. Alle anderen sind weg. Und ich knote die wieder alle oben rum. 1. Drei, vier. Ich ziehe den Leitfaden wieder ein bisschen glatt. Und nehme den nächsten weg, suche mein markiertes Fädchen und lege diesen nächsten Faden jetzt dazu. Jetzt habe ich 2 hier in dem weggelegten Bündel. Jetzt suche ich die nächsten 4. Die stecke ich alle weg, die anderen, dass da nichts passiert. 1, 2, 3, 4. Und der gehört auch nicht hier hin. Und weiter geht's. 1.
immer die Fäden von oben nehmen und über den Leitfaden knoten. Den Leitfaden wieder ein bisschen stramm ziehen, so mit Gefühl. Den nächsten weglegen, zum Bündel dazu. Die nächsten vier suchen. 1, 2, 3. Und die hier klemme ich auch fest. Also wenn du hier sorgfältig arbeitest, ist es viel weniger chaotisch. Du musst das nicht so machen, aber man braucht wirklich sehr viel länger, wenn man es nicht sorgfältig macht. Und es wird dann auch nicht so schön. 2. Drei. Vier. Das wiederholst du, bis du wieder zum Anfangsfaden kommst. Das war jetzt die erste Abnehmreihe. In der nächsten Reihe lasse ich jeden vierten Faden weg. Ich knüpfe 3. Und jetzt siehst du auch, warum das so wichtig ist, dass du diese weggelegten Fäden zusammenbindest. Denn du könntest jetzt nur schwer unterscheiden, ob dieser Faden hier schon weggelegt ist oder nicht. Und wenn der im Bündel steckt, dann kannst du den nicht nehmen. Also einer weggelegt, 3 Fäden hinrichten und abknoten. 1, 2. Das wiederholst du wieder bis zum Ende der Reihe. Das Bündel legst du einfach immer aus dem Weg, wo es dich nicht stört. So, jetzt bin ich wieder beim Orangenen. Das ist mein erster, der geht weg. Komm zum Bündel. Und ich mache mir an den neuen ersten Faden wieder eine Markierungsperle hin. Und jetzt geht jeder dritte weg. Das machst du wieder bis zum Ende der Reihe. So, inzwischen bin ich wieder bei meinem orangenen Perlchen angelangt. Noch ein Faden davor. 1, 2. Hier hast du jetzt ein Bündel mit weggelegten Fäden. Alle anderen Fäden außer diesem Bündel schmorst du jetzt ab. Und du musst dabei sehr sorgfältig sein, dass du deine Bündelfäden nicht wegschmorst. Das Bündel kannst du schön gemeinsam weghalten und auch den Leitfaden schmor ich ab. Und jetzt ist nur noch mein Bündel übrig. Jetzt schneide ich noch die ganz kurzen raus. Das ist nur eine.
So, jetzt hast du verschiedene Möglichkeiten. Du kannst jetzt auf so viel wie möglich Fäden eine Perlkappe drauffädeln, so viel wie eben durchpassen, die anderen abschneiden und verschmoren. Und dann mit allen, die durchgepasst haben, einen einfachen Knoten machen, abschneiden, verschmoren. Oder du kannst eine Perle mit breitem Loch unten drunter hängen und da alle Fäden, die durchpassen, durchfädeln. Oder du machst einfach gar nichts und machst direkt einen Knoten unten hin. Oder du könntest auch Perlen unten hinhängen. Danke fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.